Geschätzte Feuerwehrkameraden, ich freue mich über euer Interesse an der neuen Atemschutzleistungsprüfung. Gemäß der Aussage, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, hat sich das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart entschlossen, ein Schulungsvideo zur neuen ALP zu drehen. Dies soll euch zusätzlich zu den Prüfungsbestimmungen bei der Vorbereitung und beim Üben unterstützen. Vorweg weise ich darauf hin, dass dieses Video in einigen wenigen Punkten von den Bestimmungen abweicht, da im Zuge der ersten Abnahmen der Prüfung Unklarheiten beim Wording aufgetaucht sind. Diese werden natürlich im Sachgebiet überarbeitet. Das Video ist in 6 Abschnitte unterteilt. Die Vorbereitung, das Antreten, den Prüfungsteil Fragen, den Prüfungsteil Gerätekunde 1, den Prüfungsteil Einsatzübung und den Prüfungsteil Gerätekunde 2. Die Atemschutzleistungsprüfung ist so konzipiert, dass sie praktisch in jeder Ortschaft abgehalten werden kann. Voraussetzung ist ein ebener Platz mit einer Größe von ca. 40 x 7 Metern. Für den Aufbau der Zubringleitung und des simulierten Brandraumes werden benötigt eine Tür mit Rahmen, 2 B-Schläuche für den Raum, weitere B-Schläuche für die Zubringleitung, ein Verteiler, ein Hydrantenschlüssel, ein Handscheinwerfer sowie ein Triopandreieck. Der simulierte Brandraum ist in einer Entfernung von 15 Meter vom TLF bzw. Verteiler aufzubauen. Der Brandraum hat eine Mindestfläche von 50 Quadratmetern. Eine Abgrenzung mittels 2 B-Schläuchen mit ca. 7 x ca. 13 Meter hat sich als optimal herausgestellt. Der Brandherd wird mit einem Handscheinwerfer und Triopandreieck simuliert. Die Türe ist mittig an der kurzen Seite zu positionieren. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Der Atemschutzüberwacher lässt den Atemschutztrupp antreten und macht die Meldung an den Hauptprüfer. Daraufhin erklärt dieser den Ablauf der ALP. Es folgt die Passkontrolle, der Name des Bewerbers wird vorgelesen, der Bewerber hat Geburtsdatum und Funktion im Trupp zu nennen. Der Prüfungsteil erfolgt ohne Zeitnehmung. Jeder Bewerber zieht eine Karte, auf der 5 Fragen angeführt sind. Diese sind mündlich und sinngemäß zu beantworten. Für diesen Prüfungsteil gilt eine maximale Zeitvorgabe von 5 Minuten. Das benötigte Werkzeug wird vom Prüferteam mitgebracht. Die Zeitnehmung startet mit dem Befehl des Hauptprüfers, Masken zerlegen und zusammenbauen. Die Maske, in der Regel die Panorama Nova P, ist in die dargestellten Einzelteile zu zerlegen und anschließend wieder ordnungsgemäß zusammenzubauen. Zeitgleich zieht der Atemschutzüberwacher ein Übungsbeispiel, füllt die Vorgaben in das Überwachungssystem ein und führt die Einsatzzeitberechnung durch. Für diesen Prüfungsteil gilt eine maximale Zeitvorgabe von 8 Minuten. Zu Beginn begeben sich alle Bewerber im Mannschaftsraum des Fahrzeuges auf den jeweiligen Platz. Beginn der Atemschutzleistungsprüfung mit Atemschutzausrüsten. Nach diesem Befehl des Hauptprüfers beginnt die Zeitnehmung. Daraufhin rüstet sich der Atemschutztrupp gemäß den Ausbildungsregeln
der Landesfeuerwehrschule aus. Die Reihenfolge bleibt dem Trupp überlassen. Die Handschuhe müssen im Fahrzeug noch nicht angezogen sein. Der Außenüberwacher beginnt mit dem Ausfüllen der Überwachungstafel, bereitet die Funkgeräte vor und hilft beim Ausrüsten. Ist eine Wärmebildkamera vorhanden, so ist diese einzusetzen. Anschließend steigt der Trupp mit dem Gesicht zum Fahrzeug aus. Die Türen müssen nach dem Aussteigen geschlossen werden. Alternativ kann das Ausrüsten außerhalb des Fahrzeuges erfolgen, sofern ein Ausrüsten während der Anfahrt im Mannschaftsraum nicht vorgesehen ist oder die Atemschutzgeräte in einem Geräteraum gelagert werden. Der Ausrüstevorgang endet mit dem Partnercheck, entweder gegenseitig oder durch den Außenüberwacher. Daraufhin werden die Atemschutzflaschen aufgedreht und die Kurzprüfung durchgeführt. Es ist auf den Pfeifton zu achten und der Druck ist abzulesen. Dieser wird dem Außenüberwacher mitgeteilt und von diesem in die Überwachungstafel eingetragen. Zwischen Atemschutztruppführer und Außenüberwacher erfolgt im eingespielten Funkverkehr eine Kurzsprechprobe. Atemschutztrupp von Atemschutzüberwachung, Frage Verständigung, kommen. Ihr Atemschutztrupp, Verständigung sehr gut, kommen. Ihr Atemschutzüberwachung, verstanden, Ende. Nach dem Anziehen der Handschuhe meldet der Atemschutztruppführer dem Hauptprüfer die Einsatzbereitschaft. Dieser gibt den Angriffsbefehl. Zimmerbrand, Nassentnahmestelle ist der Verteiler mit C-Schläuchen und C-Steuerrohr zur Brandbekämpfung. Fragen? Durchführen. Der Atemschutztruppführer rüstet sich mit einem Brechwerkzeug aus. Der Strahlrohrführer rüstet sich mit Schlauchhalter, C-Strahlrohr und einem C-Schlauch aus. Der Atemschutztruppmann rüstet sich mit zwei C-Schläuchen aus. Das Herstellen der Löschleitung erfolgt nach den Ausbildungsrichtlinien der Landesfeuerwehrschule. Der erste C-Schlauch wird vom Truppmann am ersten Ausgang des Verteilers angekuppelt. Der Strahlrohrführer zieht diesen Schlauch in Richtung Brandraum aus und kuppelt den zweiten Schlauch an. Der Truppmann kuppelt den dritten Schlauch an. Der zweite und dritte Schlauch ist in Buchten oder Loops als Schlauchreserve zu legen. Alternativ kann ein Schlauchpaket, ein Schlauchtragekorb oder ein HD-Schlauch nach den Bestimmungen verwendet werden. Nachdem der Strahlrohrführer das Strahlrohr angekuppelt hat, gibt er den Befehl erstes Rohr Wassermarsch. Am Strahlrohr ist das Sprühbild und die Durchflussmenge einzustellen. Ist dies erfolgt, werden die Lungenautomaten angesteckt und der Funkspruch zum Außenüberwacher abgesetzt. Atemschutzüberwacher vom Atemschutztrupp, Meldung, Interpretation der Brandraum, kommen. Hier Atemschutzüberwachung, verstanden, Ende. Vom Truppführer ist der Türcheck durchzuführen.
Dabei gibt der C-Prüfer vor, dass die Türe heiß ist und zeigt die Höhe der Rauchgrenze. Der Türcheck kann erfolgen mit der Wärmebildkamera, mit der Hand oder durch Besprühen. Das Türöffnungsprozedere ist selbst zu organisieren. Jedenfalls ist mindestens zweimal eine Lagebeurteilung durch Öffnen der Türe sowie Rauchgaskühlung durch Wasserabgabe durchzuführen. Ist eine Wärmebildkamera vorhanden, wird diese beim Betreten des Brandraumes eingesetzt. Der Trupp begibt sich in die Mitte des Raumes, wobei der Atemschutztruppmann für ausreichend Schlauchreserve sorgt. Der Atemschutztruppführer kann sich aufgrund der Wärmebildkamera kurzfristig von der Löschleitung lösen. Wird keine Wärmebildkamera eingesetzt, so hat sich der Trupp entlang der Wand in Richtung Brandherd zu bewegen. Die Truppmitglieder müssen in diesem Fall immer mit der Rückwegsicherung verbunden sein, entweder mit der Hand an der Löschleitung oder mit Truppverbindungssystemen. Wenn sich der Atemschutztrupp vollständig mit der Schlauchreserve im Brandraum befindet, erfolgt eine Rauchgaskühlung. Daraufhin wird vom Außenüberwacher eine Druckabfrage durchgeführt. Atemschutztrupp von Atemschutzüberwachung. Frage, niedrigster Druck, komme. Hier Atemschutzdruck 130. Ah, kommen. Atemschutzüberwachung bestanden, weiter. Atemschutzüberwachung von Atemschutzdruck, Meldung, Hauptbrand wird gefunden, beginnen mit den Löschmaßnahmen. Kommen. Hier Atemschutzüberwachung, verstanden. Nach den Löschmaßnahmen wird durch Abschalten des Handscheinwerfers Brand aussimuliert. Atemschutzüberwachung von Atemschutzdruck, Meldung Brand aus, komme. Hier Atemschutzüberwachung, verstanden, Befehl Rückzug antreten, Ende. Hauptbewerter, Meldung Brand aus. Beim Antreten des Rückzugs muss eine Verbindung mit der Rückwegsicherung gegeben sein. Der Atemschutztrupp begibt sich zum Außenüberwacher und meldet sich zurück. Dabei werden die Drücke in die Überwachungstafel eingetragen. Die Geräte werden beim Verteiler abgelegt und die Lungenautomaten können abgenommen werden. Dieser Prüfungsteil erfolgt ohne Zeitnehmung. Der Trupp hat volle Reserveflaschen vorzubereiten. Auf Befehl des Hauptprüfers Flaschenwechsel bzw. Erklärung der Atemschutzüberwachung durchführen. Wird der Flaschenwechsel mit anschließender Hochdruckdichtprüfung und Funktionsprüfung der Restdruckwarneinrichtung durchgeführt.
Zeitgleich erklärt der Atemschutzüberwacher dem Hauptprüfer die Eintragungen auf der Überwachungstafel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hilft euch bei der Vorbereitung und beim Üben. Ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg beim Ablegen der Atemschutzleistungsprüfung. Mein Dank gilt allen, die dieses Video ermöglicht und unterstützt haben. Vor allem an das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit Oberbrandrat Wolfgang Kinelli an der Spitze, an die Feuerwehr Großpetersdorf und an die Filmcrew.